Servus zusammen, ich bin's wieder und hier eine kleine Übersicht unserer Zutaten. Für den Teig Mehl, Currypulver, ein bisschen Zucker, lauwarmes Aqua, ein bisschen Hefe, Butter, ein paar Eier und gut rühren. So, jetzt packt man den gelben sonnigen Teig in eine andere Schüssel, decken den gut zu mit Plastikfolie und stellen ihn für eine Stunde an einen schönen warmen Ort. Für unsere Burgersoße nehmen wir Ketchup, einen Schmand oder Creme Fraiche, Mayonnaise, einen Bio-Apfelessig, ein bisschen Senf und schöne frische Kräuter, in dem Fall Petersilie und Lauchzwiebel. So, für die Hackfleischmasse brauchen wir schöne klein geschnittene Zwiebel, die schwitzen wir dann auch schön in der Pfanne auf und geben auch gleich Petersilie dazu. Zuckern die leicht, rühren das Ganze zum Hackfleisch, ein bisschen Senf, Paprika, Salz, Pfeffer, Eier und mischen das gut durch. Ein bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte, den gegangenen Teig oben holen und schöne Burgerbrötchen formen. Die Burgerbrötchen nun mit Eiweiß einstreichen, schwarzen und weißen Sesam darüber streuen und ein bisschen was Gesundes, wie jetzt zum Beispiel Sonnenblumenkerne. Als nächsten Schritt müssen die Brötchen nochmal für eine gute Stunde an einem warmen Ort. Wenn wir eine Stunde Zeit haben, richten wir in der Zwischenzeit die Burger-Sachen her. Tomate, geputzten Salat, schöne Zwiebel und frische Avocado. Nun bei 180 Grad Ober- und Unterhitzen schieben wir die Burgerbrötchen für gute 10 bis 12 Minuten in den Ofen. Jetzt formen wir aus der Rindfleischmasse richtig schöne saftige Rindfleischpatties und legen die auf den Grill. Nach guten 2 Minuten drehen wir die Burgerpatties um und fangen an, sie zu belegen. In dem Fall Mozzarella, Tomate, schöne Zwiebeln und Avocado. Burgerbrötchen aus dem Ofen holen, vorsichtig aufschneiden und auch auf den Grill legen. Wer keinen Grill hat, natürlich die Pfanne. Und jetzt geht's ans Burgerbauen. Brötchen schön mit dem Dip beschmieren, Salatblatt drauf, Patty drauf, nochmal ein bisschen Soße, wer mag, Räucherlachs drauf, Deckel drauf und mit einem Schaschlikspieß fixieren. So, und wer jetzt Lust hat, das Ganze nachzukochen, das Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr keine Lust habt, das nachzukochen, jeden Donnerstag im Möbelhof-Restaurant ist Burger Day.